Jugendbanden sind, so zwischen 10 und 18 Jahren teilweise. Was kann man tatsächlich machen? Also ich halte das definitiv für eine Mogelpackung. Also der Minister stellt halt da jetzt irgendeine Einheit zusammen. Im Prinzip ist ja das nichts anderes als ein Türtafelschmied. Da ist man halt jetzt gegen die Jugendkriminalität. Aber im Prinzip spiegelt das ja tatsächlich ein vollkommenes Versagen bei der Einwanderungspolitik wieder. Und ich meine, wir müssen uns ja nur die Fälle der letzten Wochen und Monate anschauen. Massenvergewaltigungen stehen an der Tagesordnung. Jetzt hat es eine Art Amoklauf gegeben da in Wien, wo dieser Zuwanderer gleich drei Damen bestialisch ermordet hat. Gegenseitig zerlegt man sie mit der Machete. Auch diesen Fall haben wir erst in der Brigitte Nau gehabt. Also da sind Sitten eingerissen, die wir bis dato nicht kannten. Und wenn man jetzt sozusagen dem gegenüber den Minister Karner stellt, der im Prinzip komplett planlos ist, was das alles betrifft. Wir haben übrigens auch Terrorwarnstufe 2 seit ewigen Zeiten. Das sieht ja also, die Sicherheitslage in Österreich ist in jeder Hinsicht bedroht. Und wenn dann der Herr Karner herkommt und da eine Türtafelpolizei präsentiert, ja, die Quint aus dem Ärmel gezaubert hat, drei Stunden später der nächste Anschlag mit einem Messer, ist eh bezeichnend. Ja. Und wenn er dann noch davon spricht, mit aller Härte des Gesetzes zuschlagen zu wollen, dann kann ich mich ja nur an eines erinnern, nämlich mit aller Härte des Gesetzes ist man damals in der Corona-Zeit gegen die eigenen Bürger vorgegangen. Da war man wirklich dahinter. Das hat man geschafft. Ja. Was diese Zuwanderei da betrifft und diese Sitten, die da einreißen, da macht man gar nichts. Und wenn wir jetzt auch noch diskutieren über diese Geschichte mit Waffenverbot und so weiter, da stelle ich mir auch die Frage, also wer wird dann wo und wann und wie perlustriert? Ja. Ist es die Oma mit der Stricknadel, ist der Bub mit dem Jausenmesser? Also ich glaube, da geht man irgendwie am Sinn des Ganzen vorbei. Und eines noch, ja, der Amokläufer da, der da in diesem Etablissement die drei Damen regelrecht hingerichtet hat, der hat sich vorher extra ein Küchenmesser gekauft. Ja. Das würde der Herr Karner nicht glauben, wenn er da mit irgendeinem Waffenverbot daherkommt, dass der sowas plant. Der geht ja davon aus, dass er nicht erwischt wird, ja. Dass sich der in irgendeiner Art und Weise da verändern wird in seinem Verhalten. Ja. Also das ist am Ende des Tages wieder etwas, was gegen die eigene Bevölkerung geht, weil man halt einfach grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber den Waffen ist, aber das sagt jede Statistik. Mit registrierten Waffen passieren die Morde nicht. Das sind die nicht registrierten Waffen und das sind eben Küchenmesser, die man in jedem Geschäft kaufen kann. Aber wir sind da genau bei der verfehlten Einwanderungspolitik und wie freiheitlich haben wir das ja auch immer angesprochen. Ja, und das ist jetzt nichts Neues. Aber ich meine, wenn man sich die Zuwanderer anschaut, dann sind die großen Teile davon aus Nordafrika und aus arabischen Ländern. Ja. Das sind die Raketenforscher, die uns versprochen worden sind, die alle am ersten Geburtstag kommen und dann schlussendlich mit Messer bewaffnet am Reimannplatz herumstehen. Aber wenn man sich anschaut, und ich bin jetzt auch zumindest beruflich seit rund 20 Jahren in Wien gebunden, wie sich die Stadt verändert hat, ja, da geht einem wirklich der berühmte Schirr an. Ja. Und wenn es mittlerweile Mitarbeiterinnen auch bei uns im Büro gibt, ja, die, wenn es halt einfach länger dauert, nach einer Plenarsitzung oder sonstiges darum bitten, ja, dass vielleicht noch irgendeine männliche Person zumindest mit dem Taxi mitfährt, damit sie den Weg vom Taxi dann zur Eingangstür noch richtig findet, ohne zu fürchten, dass sie da überfallen oder sonst irgendwas wird, ja, dann schlägt es da schon 13, das muss man ganz klar sagen. Und was vielleicht die falsch verstandene Toleranz betrifft, da bin ich vollkommen dabei. Aber was setzt unsere Gesellschaft dagegen? Eine Pride Parade nach der anderen und auf unseren Amtsgebäuden wird die Regenbogenfahne. Ja. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das mit Leuten macht, die aus diesem Bereich kommen, aus dem arabischen Raum. Ja. Die verlieren jeglichen Respekt. Ja. Und wenn wir sozusagen auf dieser Wolkenwelle weiter surfen, dann wird es uns nicht gelingen, uns dann in irgendeiner Art und Weise durchzusetzen. Ja. Sie haben ein interessantes Stichwort gesagt, weil Sie gesagt haben, die Muslime, die aus Bosnien kommen. Ich habe eine sehr gute Bekannte, die bosnische Muslima ist. Und die sagt, auch dort ändert sich die Stimmung ganz massiv, nämlich durch den Einfluss von Saudi-Arabien und auch aus der Türkei. Da werden ja momentan ganz massiv viele neue Moscheen gebaut und Gebetsräume und so weiter und so fort. Also auch sie bemerkt dort eine massive Zunahme der Radikalisierung und sagt, das ist auch nicht mehr der europäische, ist auch nicht mehr der europäische Islam sozusagen bosnischer Prägung, der dort stattfindet, sondern dort gibt es ganz, ganz massiv Radikalisierungstendenzen. Und es ist ja auch, es wird ja auch immer wieder in den Hardliner-Kreisen davon gesprochen, dass Bosnien das erste europäische Kalifat werden soll. Das ist auch eine Entwicklung, die man dort im Blick haben muss. Ich muss dem Herrn Haselmeier jetzt auch ein bisschen widersprechen, weil wenn er gerade Frankreich als Role Model für Integration nennt, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß, wenn Sie durch Marseille marschieren. Dort gibt es genauso No-Go Areas, in Toulouse hat man das genauso, in Paris, in verschiedenen Departements genauso. Also die haben ein ganz massives Problem mit der Integration der ehemaligen Staaten, die sie schlussendlich ausgebeutet haben. Also das muss man sagen, Ex-Kolonialmacht sein ist nicht nur lustig. Die Franzosen zahlen einen großen Preis dafür. Das stimmt auch, ja. Was das betrifft. Und was Afrika betrifft, also ich darf Mitglied der parlamentarischen Gruppe Subsahara sein und habe deswegen auch einige
Reisen nach Afrika unternommen. Und ja, Südafrika ist jetzt vielleicht ein Staat, der sich von anderen abhebt, wobei man auch dort die Unruhen nicht vergessen darf. Und dort herrscht auch Mord und Totschlag. Also von Sicherheit sind wir dort ganz weit weg. Ja. Aber ansonsten, wenn man sich anschaut, wenn es jetzt um die Fachkräfte geht. Ja. Also ich habe sicherlich in Westafrika mittlerweile 10 oder 12 Länder bereist. Ja. Und mir war immer wichtig zu sehen, wie dort auch die Bildung und die Ausbildung funktioniert. Ja. Und wenn man dort eine Uni besucht, ja, und einmal schaut, wie der Level dort ist, ja, dann ist man dort nicht einmal ansatzweise bei dem, was bei uns ein HTL-Abschluss ist. Ja. Das ist Faktum. Ja. Es gibt dort so etwas wie Lehrberufe gar nicht. Das duale Ausbildungssystem ist in Wahrheit ein Alleinstellungsmerkmal, das wir in Österreich und einige andere Länder haben, aber das ist weltweit überhaupt nicht so durchgesetzt. Also, was glauben Sie, was dort für Fachkräfte herkommen? Das sind die, die am Reimannplatz stehen und das Messer einstecken haben. Ja. Das sehen wir doch vielfach. Es kommt immer das Argument, wir brauchen mehr Zuwanderung. Und das war doch bei den Syrern genau dasselbe. Ja. Fakt ist aber, dass die alle aus Ländern kommen, wo jegliches das Gespür für Gewalt und Brutalität und die Integration verloren gegangen ist. Nicht zuletzt auch aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen, dort keine Frage. Aber es ist sicherlich nicht die Lösung, Leute aus Krisenländern da in großer Menge nach Österreich zu holen und zu glauben, dass der irgendwo ein Werkzeug in die Hand nimmt. Ich sehe es anders. Ich glaube, wir haben grundsätzlich, und dass es im Pflegebereich Nachholbedarf gibt, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Ich glaube nur, dass wir unser System unnötigerweise verkompliziert haben. Also in meiner Familie sind sehr viele Menschen im Pflegebereich tätig, deswegen habe ich da ein bisschen einen Einblick. Ja. Das Problem ist doch ganz ein anderes. Wir haben mittlerweile, was Altenpflege betrifft, ein System, das sehr hochschwellig geworden ist. Das heißt also, die Leute, die dort im Zuge eines Baccalaureatsstudiums ausgebildet werden, ja, die haben doch überhaupt nicht mehr die Absicht, an einem Patienten und am Bett zu arbeiten. Das sind Bürofachkräfte, die man da macht, die Dokumentation machen. Und ich glaube, da ist ein Lückenschluss wirklich wichtig, dass man nicht unbedingt eine Matura voraussetzen muss, um in den Pflegeberuf einsteigen zu können und um vernünftig bezahlt zu werden. Also wir werden das Problem nicht damit lösen, indem wir Dumpingkräfte von irgendwoher aus der Welt nach Österreich bringen und die daher bringen. Und noch etwas, ich habe es ja vorher im Beispiel von Afrika auch gesagt, es kommen dann natürlich Diplom-Krankenpfleger, Diplom-Schwestern und so weiter, die kommen alle daher, aber das hat ja doch auch nichts mit unserem Niveau zu tun, diese Nostrifizierungen, die da stattfinden. Und was natürlich ein großes Problem ist und was ehrlich gesagt unseren älteren und alten Personen, die da zur Pflege in den entsprechenden Einrichtungen sind, überhaupt nicht zumuten möchte, ist die Sprachbarriere, die es gibt. Also da gibt es Fälle, da kommen aus Südamerika im großen Stil jetzt die Krankenpfleger eingeflogen und die Schwestern. Am Ende des Tages kennen die nur Spanisch, die Leute, die im Heim sind, kennen nur Deutsch und am Ende des Tages können sich die schlicht und ergreifend nicht unterhalten miteinander und einmal dem Problem auf den Grund gehen. Also das heißt, wenn man die Pflege reformieren möchte, und das müssen wir, die Gesellschaftspyramide kennen wir, dann wird es wohl darum gehen, dass wir auch wieder niederschwelligeren Einstieg in den Pflegeberuf brauchen. Pflegeregress, absolut Ungerechtigkeit, aus meiner Sicht, ich sage Ihnen gleich warum. Ja. Da gibt es, man hat natürlich verschiedene Lebensmodelle, keine Frage. Ja. Das gibt jemand, der ist in seiner Aktivzeit, wenn er beruflich tätig ist, der macht jetzt viele Urlaube, gibt das Geld aus, lebt in einer Mietwohnung und fertig. Ja. Dann gibt es andere, die bauen sich ein Haus, fahren 20 Jahre nicht auf Urlaub, damit sie den Hausbau finanzieren können, ja. Sind sparsam, werden dann pflegebedürftig und für das, dass sie sozusagen gespart haben ihr ganzes Leben lang und sich was geschaffen haben, nimmt man es ihnen dann weg. Ja. Das ist eine Diskussion, die man gern führen kann, aber die halte ich für zutiefst ungerecht. Also ich habe vorher schon von den Türtafelschmähs der ÖVP gesprochen und das ist genauso einer. Natürlich jetzt im größeren Rahmen, auf europäischer Ebene, keine Frage. Aber wir hatten das doch alles schon. Ich meine, wir haben den Herrn Erdogan Milliarden hinübergeschoben dafür, dass er mit uns Loch auf Loch zu Politik betrieben hat. Ja. Ständig, wenn der Herr Erdogan ein Geld gebraucht hat oder die Schleuse ein bisschen aufgemacht, dann hat es wieder einen Migrationsdruck in Europa gegeben, in Österreich natürlich vor der Hand. Keine Frage. Und jetzt lege ich mich mit dem nächsten Staat ins Bett, der Demokratiepolitik auch hinterfragenswürdig ist. Ja. Also dermaßen viel europäisches Geld in so ein Land zu pumpen, hat aus meiner Sicht auch einige gefährliche Aspekte. Und abgesehen davon, und da gebe ich jetzt mit dem Haselmeier auch recht, wer sagt denn, dass die Migrationsroute da immer über Ägypten führen muss? Ja? Wir sehen doch gerade, was sie rund um Ceuta abspielt. Ja? Also das heißt, dort ist es ja genauso. Also die Überfahrt, wo das ist. Ja, das ist also die Südspitze von Spanien. Ja. Also das ist
die kürzeste Entfernung in Gibraltar, die es gibt, wenn man vom afrikanischen Kontinent nach Europa möchte. Dort ist alles immer randvoll. Oder Lampedusa im Mittelmeer. Ja. Ähnliche Geschichte, auch da ist ein relativ geringer Abstand vom afrikanischen Kontinent. Dort landen die an, die müssen gar nicht nach Ägypten fahren. Ja. Also was das jetzt strategisch soll, ist eine grundsätzliche Frage. Ein Problem, und das war ja eine Nachwirkung des arabischen Frühlings, ja, ist das, dass diese afrikanischen, nordafrikanischen Staaten, und ich möchte jetzt nicht bewerten, wie demokratiepolitisch in Ordnung die waren, muss ich einmal ganz sagen, möchte mich nicht dafür aussprechen, aber Fakt ist, dass man dort bestehende Strukturen zerschlagen hat, ja, durch geheimdienstliche Operationen und so weiter und so fort. Nordafrika ist destabilisiert worden und das hat es erst möglich gemacht, dass sich diese Flüchtlingsrouten da überhaupt so entwickelt haben. Ja. Das heißt also, ohne Libyen und so weiter und so fort wird man das dort nicht regeln können, auch ohne Marokko und so weiter. Das ist das Problem. Ja. Und Ägypten alleine wird es nicht aufhalten und auch nicht lösen. Ganz ehrlich, ich überzeichne jetzt, ja. Aber wir stehen in der Ukraine und das ist wirklich tragisch, was dort passiert und es sterben aus meiner Sicht jeden Tag unnötig Menschen. Nicht zuletzt auch aufgrund der Waffenlieferungen aus Europa. Weil die machen es nämlich nicht notwendig, einmal über Frieden dort zu sprechen. Das ist das, was wir immer sagen. Aber glauben Sie ganz ehrlich, wenn die Russen jetzt seit 2 Jahren einen Sitzkrieg in der Ukraine führen und da nur meterweise vorankommen, ja, dass die nur irgendwie ansatzweise erstens mal in der Lage wären, die Ukraine in der gesamten Fläche zu erobern, erstens, und zweitens dann noch einen Krieg mit der NATO anzuschließen an das Ganze? Nein, das glaube ich nicht. Da wird aus meiner Sicht wirklich viel Panik gemacht und am Ende des Tages freut sich nur einer, das sind die großen internationalen Waffenkonzerne, die jetzt eh schon alle nachliefern können, weil ganz Europa die Arsenale ausgeräumt hat, um sie nach, in die Ukraine zu schicken und dort das Sterben zu verlängern. Erstens. Und zweitens, was die Zuwanderung betrifft, ja, ganz ehrlich, ich brauche kein europäisches Militärbündnis dazu, sondern ich bräuchte eigentlich nur dafür sorgen, dass die Verträge eingehalten werden. Und da geht es einmal um den Schutz der Außengrenzen. Und da bin ich dafür. Ja. Das sollte man in gemeinsamer Art und Weise machen, um eine gewisse Qualität dort auch sicherzustellen. Das ist das eine. Und das andere, denke ich mal, ist auch wichtig. Warum halten wir nicht einfach die europäischen Verträge ein? Was sind die wert? Das Dublin-II-Abkommen. Ja. Also demnach dürfte in Österreich kein einziger Asylant ankommen. Ja. Außer er springt mit dem Fallschirm ab. Ja. Aber ansonsten nicht. Ja. Weil er immer durch ein europäisches Land durch muss. Ja. Also wir werden aber ständig mit diesen Dingen da konfrontiert. Die österreichische Bevölkerung muss das mit sehr, sehr viel Geld bezahlen. Fakt ist aber, dass die Europäische Union hier Verträge nicht einhält. Ich sehe es diametral anders. Im Prinzip hat uns die NATO ein Stück weit, und übrigens der Herr Bundespräsident hat das 2014 auch noch in seinem Buch geschrieben, ja, das muss man auch einmal sagen, ein Stück weit in diese Misere hineingebracht. Denn die Annäherung der NATO, ja, ans russische Gebiet mit Aufnahmen von Ländern und so weiter und so fort und dann mit bitte übrigens vor dem Einmarsch dann in der Ukraine, ich glaube, da waren 42 NATO-Manöver in der Ukraine, ja, das ist Säbelrasseln vor der Haustüre der Russen gewesen, das muss man ganz klar sagen, hat uns ein Stück weit in diese Situation hineingetrieben. Und denken wir es einmal umgekehrt, das Gleiche würde passieren, jetzt rein hypothetisch, ja, wenn Mexiko ein russischer Verbündeter wäre und die würden ständig Manöver an der Südgrenze von den USA machen. Ja. Bin gespannt, ob das der Amerikaner so akzeptieren würden. Man hat hier schon ein Stück weit provoziert. Ich möchte nichts rechtfertigen, ich möchte nur sagen, was passiert ist. Und es hat auch früher das Abkommen gegeben, dass eben die NATO nicht an die Grenze der Russen heranrücken wird. Das hat man aber gebrochen. Und man hat ständig provoziert mit Manövern vor der Haustür, muss man ganz klar sagen. Also ist es nicht vielleicht sogar das Militärbündnis gewesen, das ein Stück weit in diese Situation gebracht hat. Die Frage muss man stellen. Die Russen haben vor Finnland, vor Schweden, vor Deutschland Manöver abgehalten, auch in der Ostsee. Ja, ein Punkt noch. Aber nicht in dem Ausmaß, ganz ehrlich. Und die haben nicht drüber nachgedacht, ein Raketenabwehrschild dort zu stationieren. Das letzte Mal, als sie das gemacht haben, war in Kuba und wie das Ganze ausgegangen ist. Nämlich fast mit einem Atomkrieg, wissen wir auch. Ja. Mit solchen Dingen spielt man nicht, in keiner Weise. Und vielleicht auch noch ein Beispiel für Neutralität. Ja. Das hat es natürlich verschiedenste strategische Manöver gegeben und so weiter und so fort. Aber ein Top-Beispiel für Neutralität ist aus meiner Sicht trotzdem die Schweiz. Ja. Weil sie die Neutralität auch lebt. Und das haben wir auch immer gesagt. Wer neutral sein will, der muss natürlich auch wehrfähig sein. Natürlich kommt der Schweizer Topografie auch entgegen, aber im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, im Herzen Europas, sind sie ein souveräner Staat geblieben. Sie wissen auch, dass die Schweiz, wenn das Deutsche Reich erfolgreich gewesen wäre, hätte man auch die Schweiz angegriffen. Diese Pläne gab es ja auch in der Schublade. Das ist so wie die Corona-Impfung. Nicht? Also was war passiert, wenn ich mich nicht impfen hätte lassen? Ja, aber es ist so. Ja, es ist ein eigenartiges Bild, das es da ergibt. Nicht? Weil ich habe den Kollegen Hanger erst kürzlich auf Sendung im ORF auch gefragt. Nicht? Warum man sich die Mühe gemacht hat, das Rot-Blau zu nennen, ja, wenn er an Rot eh nicht interessiert ist. Aber abgesehen davon muss man mal eines sagen. Dieser Untersuchungsausschuss, den die ÖVP hier eingebracht hat, der hat im Prinzip nur zwei Gründe oder zwei Zwecke. Ja.
Das eine ist einmal den KOFAG-Untersuchungsausschuss, den ich mir als den richtigen Untersuchungsausschuss bezeichne, weil es nämlich wichtig ist, das aufzuarbeiten, um uns dort Befragungstage wegzunehmen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat er jetzt 6 Tage, wo er morgen Statement machen kann und mit politischem Dreck herumwerfen kann. Ja? Weil, ganz ehrlich, wenn man da immer sagt, der Innenministerium gehört untersucht und so weiter und so fort, ja, bin ich dafür, vor allem in der Zeit der ÖVP-Innenminister. Ja? Wir haben den Herrn Sobotka mit dem Herrn Maschalek sitzen gehabt in der österreichischen Botschaft in Moskau. Ja? Interessiert keinen Menschen, ist alles komplett egal. Ja? Es wird immer nur gesagt, also wir werden da durchsetzt von russischen Spionen. Na, da sitzt der Minister beim Herrn Maschalek beim Abendessen. Und ganz ehrlich, so sitzt man nicht zufällig in einer Botschaft. Und dass der heute sagt, der weiß gar nicht, wer das gewesen ist und was er mit dem besprochen hat, glaube ich es ihm schlicht und ergreifend nicht. Ja? Und also man wirft halt dann mit Dreck herum, also man versucht es auch ein bisschen für einen Wahlkampf zu instrumentalisieren. Und der Punkt ist der, und das ist das Schockierende daran, die ÖVP geht immer an die Grenzen und vielleicht auch ein Stück drüber, was die Geschäftsordnung betrifft. Denn jetzt hat man zum Beispiel das Kunststück zu Wege gebracht, dass man einen Untersuchungsausschuss, der aus unserer Sicht, und der SPÖ sitzt genauso, eigentlich verfassungswidrig eingebracht worden ist, dass man den trotzdem durchgedrückt hat. Warum? Weil die Geschäftsordnung hier eine Schwäche hat. Im Geschäftsordnungsausschuss kann man mit einer einfachen Mehrheit diesen Untersuchungsausschuss erzwingen, egal was der Verfassungsgerichtshof dazu sagt. Er darf gar nicht darüber entscheiden. Ja? Und das ist ja die Perversion in Zeiten wie diesen, dass es möglich ist, dass eine Regierungspartei oder eine Regierung, die Grünen haben da nämlich mitgestimmt, die hören es natürlich gerne, aber die waren da genauso mit an Bord im Geschäftsordnungsausschuss, dass es jetzt neu ist und möglich ist, dass die Regierung einen Untersuchungsausschuss gegen die Opposition durchpeitscht, wissentlich mit einem verfassungswidrigen Untersuchungsgegenstand, aber sie können darauf beharren, weil es im Geschäftsordnungsausschuss beschlossen ist. Das ist die Situation, die wir sehen. Aber es war schon auch eine Massenflucht oder von FPÖlern bei diesem Ausschuss. Gut, dass Sie mich das fragen diesbezüglich. Das ist nämlich auch etwas, was ich mal klarstellen möchte. Das wird, erstens einmal hat die ÖVP auf ihrer Befragungsliste über 70 Personen gehabt. Eben auch welche von der SPÖ. Die SPÖ hat aber übrigens auch diese Vorgehensweise massiv kritisiert. Ja. Sie wäre schon in der Lage gewesen, der ÖVP hier die Personen erstens mal rechtzeitig zu laden. Wenn man das heute halt in einem Hüftschuss macht, eine Woche vorher, wird es wohl so sein, dass der eine oder andere verhindert ist. Und was mich wirklich ärgert, weil der Kollege Hanger auch darüber gesprochen hat, dass der Club Obmann Teufel aus Niederösterreich nicht greifbar war. Ja. Das ist wirklich eine Kutzpe, was da passiert ist, denn der Club Obmann Teufel war geladen von der ÖVP für den Mittwoch letzter Woche, hat zugesagt und wurde, warum auch immer, ja, wissende Götter, ja, wieder ausgeladen aus dem Untersuchungsausschuss. Dann ist man draufgekommen, dass es ein bisschen dünn wird mit den Auskunftspersonen und dann hat man ihn für Donnerstag noch einmal geladen und das Ganze 3 Werktage vorher. Ja. Und dass der Klubobmann in Niederösterreich vielleicht auch andere Termine hat und nicht unbedingt gleich springt, weil der Kollege Hanger mal schlecht schläft und irgendwie nicht weiß, wie man für seinen Untersuchungsausschuss laden soll, der ein einziger Pleiten-, Pech- und Pannen-Untersuchungsausschuss ist, ist für mich nachvollziehbar. Und noch was, der Kollege Teufel hat ja nie davon gesprochen, dass er nicht in den Untersuchungsausschuss kommt. Er hat nur gesagt, an dem Tag hat er keine Zeit. Wenn ich nur einen Satz einschieben darf, weil der Herr Haselmeier schon in den Startlöchern sagt. Na, aber warum er wichtig ist, der KOFAG-Ausschuss? Ich bin komplett d'accord, viel zu wenig Befragungstage, ein zu großer Skandal, um das in dieser Zeit zu bewerkstelligen. Warum machen wir es trotzdem? Ganz einfach deswegen, weil wir wissen, dass jetzt im Juni die KOFAG abgewickelt wird. Wenn etwas abgewickelt wird, dann fangen die Schredder an zu laufen. Ja. Deswegen war es uns ganz, ganz wichtig, das Aktensubstrat, das aus der KOFAG gibt, jetzt noch sicherzustellen. Und wir freilich haben immer gesagt, dass in der nächsten Legislaturperiode werden wir in der Lage sein, alleine einen Untersuchungsausschuss einberufen zu können. Da wollen wir die ganze Corona-Zeit aufarbeiten und da ist natürlich die KOFAG ein zentraler Bereich. Die letzte Woche war nicht uninteressant im KOFAG-Untersuchungsausschuss, aber wenn sich die ÖVP immer so dran stößt, dass es die Untersuchungsausschüsse gibt oder den Untersuchungsausschuss und ihren komischen dazu, ja, den Hilflosigkeitsausschuss, den sie da eingebracht haben, in Form einer Historikerkommission von 2007 weg, ja, sollen da irgendwelche in einer Selbsthilfegruppe Herbert Kickl da irgendwelche Akten durchgewälzt werden, egal, ja, kann man alles machen, aber wenn sich die ÖVP so dran stößt, hätte ich natürlich auch, und vielleicht passt das Format heute gerade dazu, für die ÖVP die Lösung. Es findet morgen eine Nationalratssitzung statt, da bräuchte man an sich nur das Parlament auflösen, das kann die Regierung mit ihrer Mehrheit machen, ja, und dann ist jeder Untersuchungsausschuss in der Sekunde aus. Ja. Die ÖVP hat es in der Hand, sie können es morgen bereits tun. Das sehe ich auch als Problem für die SPÖ und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, ich meine, auf der einen Seite haben wir jetzt über ein Jahr den Vorsitzenden Babler,
da und der kommt nicht vom Fleck. Auf der anderen Seite sitzt er ja zumindest im Bundesrat drinnen und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, mir mal anzuschauen, wie er da aktiv ist. Der hat bis zum heutigen Tag zwei Reden gehalten. Die erste war die Grüß-Gott-Rede, also, dass er mal eingezogen ist und sich bedankt dafür, dass er jetzt dabei sein darf. Dann hat er irgendeine andere Rede gehalten. Also warum der Vorsitzende Babler keine Zeit für den Bundesrat investiert, dort übrigens auch meistens nicht anwesend ist und dort einmal vielleicht die Möglichkeit nützt, Minister und Regierungsmitglieder direkt zu adressieren und mit Dingen einmal grundsätzlich zu befassen, zieht sich wir überziehen nur leider schon.